private property of Night City. Dwellings are strictly prohibited. Na, ich hoffe, dir geht's gut? Dex, klar. Sean. Warum? Was gibt's? Und? Wollte wie läuft das ruhige Leben so für dich? Schön. Würde mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Was sagst du? Hatte schon Angst. Du hast mich vergessen. Hatte ich niemals. Hatte nur viel um die Ohren. Musste Joss helfen. Randy ist noch im Krankenhaus. Jemand muss auf die Kleinen aufpassen, wenn sie ihn besucht. Hey, du schuldest mir keine Erklärung. Richtig. Also, kommst du vorbei oder muss ich betteln? Danke für die Einladung, River. Aber ich kann nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Ah, okay, schade. Kann's nicht ändern, sorry. Weißt du fehlst mir wie... Hey, wir machen demnächst mal die Stadt unsicher, okay? Okay, von mir aus. Vielleicht ein anderes Mal. Bis dann, River. Boah, Scheißdreck. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann die, dass man die Finger von fremden Kühltruhen lässt. Bestenfalls findest du vergammelte Milch. Schlimmstenfalls, leck mir doch den Drumstick. Das ist Rage Bartmoss. Warte, der Bartmoss? Data Crash Rabbit Bartmoss? Der das erste Nett auf dem Gewissen hat? Wer denn sonst? Sein Onkel? Ja, ja, genau der. Die Visage würde ich nie verwechseln. Fahndungsfotos hingen überall in 2020. Staatsfeind Nummer 1. Tot oder lebendig. Halbe Stadt hat ihn gejagt. Arme Sau. Endete wie eine tote Ratte in einer Kühltruhe. Bis die Sicherung rausgeflogen und er aufgetaut ist. Und so wie er riecht, ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ich muss sofort hier weg, sonst kotze ich. Hey, hey, nicht so schnell. Hier liegt bestimmt noch Tech rum. Relikte vom ersten Netz. Wäre doch schade, die einfach hier zu lassen. Selbst wenn, ist das sicher nur Schrott. Sicher nur Schrott? So sicher wäre ich mir da nicht. Warum finden wir es nicht raus? Muss erst drüber nachdenken. Sagt die Idiotin, die der Shuttle verpasst hat. Sieh schon rein. Nicht schlecht. Eine SGI-Tech Elisla. Bestes Cyberdeck seiner Art.
Habe ich doch gesagt. Manchmal lohnt es sich, die Hände schmutzig zu machen. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Typ im Afterlife. Nix. Sah aus wie jemand, der auf alte Tech steht. Sprich mal mit ihm. Vielleicht bringt's was und er kann mit dem Deck noch was anfangen.
Angeschossen.
Lass mich nicht sterben! Ich kenn dich von irgendwoher. Glaub ich kaum. Du hast den Falschen. Warte. Die Verhandlungen zwischen Arasaka und N54. Der Cyberpsychoskandal in der Sicherheitsabteilung. Du hast mal für Arasaka gearbeitet. Du stecktest hinter dem Leck, oder? Dachte, die haben dich kalt gemacht. Und doch bist du hier im Afterlife. Auch ein Ex-Monochroma, hm? Naja, die saubere Luft fehlt mir schon. Wie ist es für Rogue zu arbeiten? Ist okay. Das war's? Nur okay? Wenn du was über Rogue wissen willst, frag sie. Sie wird sich bestimmt freuen. Hey Nix, pass auf. Ich hab das Deck von Bartmoss gefunden. Na klar. Was hast du noch gefunden? Ein HL3-Chip? Ich mein's ernst. Sie selbst. Oh. Heilige Scheiße! Wie? Wo hast du das Ding aufgetrieben? Nahe der Stadt in der Kühltruhe. Neben der stinkenden Leiche seines Vorbesitzers. Das klingt ganz nach Bartmoss. Netwatch hat alles nach ihm abgegrast. Shanghai, Lahore, Santiago de Chile. Während er sich ins Netz verpisst hat. Ich frag mich, wie lange er das durchgezogen hätte, wäre der Strom nicht ausgefallen. Meinst du, du kriegst noch Daten raus? Tech fällt auseinander, Feuchtigkeitsschäden, Speicher ist verschlüsselt. Wird schwer. Erspar mir die Details. Ja oder nein? Ich kann's versuchen, aber mach dir keine zu großen Hoffnungen. Wenn's nicht klappt, werden sich die Daten für immer verabschieden. Wer nicht wagt... Also, leg los. Okay. Leg das Deck dahin. Ganz vorsichtig. Hier, nimm. Hier, nimm? Oh, wie? Wie? Wo bleibt die Ehrfurcht? Wenn du den Heiligen Gral gefunden hättest, würdest du wahrscheinlich Popcorn daraus essen. Also gut, packen wir es an. Die meisten Daten sind beschädigt, aber nicht alle. Passwort? Wörterbuchangriff vielleicht? Nein. Boot einschleusen? Ha! Ich bin drin! Nur noch eine letzte Hürde, aber das sollte nicht so schwer sein. Gerade von Bartmoss hätte ich mehr erwartet. Scheiße, Scheiße! Lass dir was einfallen, Vee. Und zwar schnell. Sonst kannst du sein Hirn gleich vom Boden auffischen. Okay, was haben wir hier? Das hast du doch gesehen. Ein Hirnkocher. Bist du absolut sicher, dass du dich einklingst? Leck mich am Arsch. Atmest du noch? Glaub schon. Fühlt sich nur an, als ob mein Schädel in Flammen steht. Was zur Hölle ist denn passiert? Warst am Zucken. Lichter gingen aus. Die Stecker haben Funken gespuckt. Also habe ich sie erledigt. Deine Arbeit. Moment. Du willst mir verklickern, dass du das Deck geknackt hast? Du?
Verdammt richtig. Bin immerhin der beste Netrunner in Night City. Das bezweifle ich. Eines Tages vielleicht. Na gut. Dann schauen wir mal, was du rausfischen konntest. Logs. E-Mails. Ein Chatverlauf. Könnte interessant sein. Aber ist nichts Bahnbrechendes. Schon irgendwie schade. Schätze, ich könnte nachsehen, ob ich sonst noch etwas da drin finden kann. Hey! Normalerweise kosten meine Gefallen eine ganze Menge. Aber diesmal hast wohl du mir einen Gefallen getan. Also, nimm das. Da ist eine Handvoll Demons drauf. Wurden zwar nicht von Bartmoss entwickelt, sollten aber trotzdem nützlich sein. Danke, Nix. Und wegen dem Virus. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Nein, nein. Passt schon. Ein paar Schmerzmittel und ein Whisky. Dann bin ich wie neugeboren. Mein Schurm hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Chulo mit dem Dutt? Hab ich gehört, mein Beileid. Erinnerst du dich an seinen Drink? Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier. Und ein Schuss Liebe. Ha, ganz genau. Und den Drink nennen wir? Den Jackie Wells. Genau. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Wie geht's? Bereit fürs nächste Rennen? Oh, sie schnurrt wie ein Kätzchen. Voller Tank, volle Power und strahlt wie ein Diamant. So bereit wie noch nie. Ich wollte wissen, wie es dir geht, Claire. Nicht der Bestie. Ich meinte auch mich. Klar doch. Okay. Worum geht's? Nicht übers Holo. Komm vorbei, dann erkläre ich dir alles. Tut mir leid. Ich hab zu tun. Ein andermal vielleicht? Das kann nicht warten, hörst du? Die Sache ist wichtig. Verstanden. Bis später. Achso, reden wir jetzt mal über gestern?
Sie bitte die Teenager noch rechtzeitig. Die Jugendlichen befinden sich in einem...